Hi und herzlich willkommen zu Video Nummer 10. Ich mag heute mit euch über meine Herkunft sprechen. Ich habe ein paar Feedbacks bekommen, dass das mit dem Sound jetzt besser ist mit dem Mikro. Deswegen lasse ich das Mikro jetzt einfach mal dran. Ich freue mich gerne, wenn ihr mir da noch mehr Feedback zugebt. Mir wurde auch gesagt, ich bin ein bisschen leise gewesen in den ersten paar Videos. Da habe ich quasi mit dem Mikro ist es ein bisschen klarer, glaube ich, und auch ich habe es auch noch ein bisschen lauter gestellt beim Nachbearbeiten des Videos, aber gerne nochmal Feedback geben. Ja, heute ist ein heavy Thema mal wieder dran, und zwar geht es ja darum, dass ich vietnamesisch aussehe. Ich habe sehr, sehr lange damit gehadert, dass ich komplett anders aussehe als meine Freunde. Also ich bin in Niedersachsen auf dem Dorf aufgewachsen. Ich bin 91er Jahrgang. Wir waren lange Zeit die einzige asiatisch aussehende Familie. Wir hatten zwar noch, lasst mich lügen, drei andere migrantische Familien, zumindest die, denen man das angesehen und angehört hat. Klar, Deutsch-Russen, Polen, bin ich mir gar nicht sicher. Also, es gab auch Menschen, bei denen das nicht so offensichtlich war wie bei uns, aber wir waren so eine sehr exponierte Familie. Auch dadurch, dass meine Eltern natürlich das Restaurant hatten bei uns im Dorf direkt und ja, wir einfach bekannt waren. Obwohl, das ist so schwierig. Fangen wir vielleicht einfach bei ganz von vorne an. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Also, meine Brille ist dreckig. Ich glaube, heute mache ich dann wohl mal ein Video ohne Brille. Also, ich bin Mai. Ich bin 26 Jahre alt, 91er Jahrgang. Mein Name kommt aus dem Vietnamesischen. Da kommen auch meine Eltern her. Meine Eltern sind beide in Vietnam, und zwar in Hanoi, in der Hauptstadt geboren, in Nordvietnam, und haben sich in Tschechien als GastarbeiterInnen kennengelernt und sind gemeinsam rübergekommen nach Deutschland und haben politisches Asyl gesucht. Ich bin quasi mit rübergekommen im Bauch. Ich bin tatsächlich in Deutschland geboren, in Uelzen, das ist die Kleinstadt, die Kleinstadt neben dem Dorf, wo ich im Endeffekt aufgewachsen bin. Jetzt fliegt hier ein Flieger durch. Bin mal gespannt, wie laut der Flieger nachher ist im Mikro auf dem Video. Genau, das heißt, Hard Facts bei mir. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich spreche, wie ihr hört, sehr fließend Hochdeutsch. Wobei mein Hochdeutsch sich nach 7 Jahren hier in Süddeutschland auch gut verfälscht hat. Also ein bisschen Dialekt habe ich mittlerweile auch. Vietnamesisch hingegen spreche ich sehr gebrochen. Ich würde behaupten Grundschulniveau und auch nur sprechen. Lesen kann ich minimal, wobei ich würde es auch nicht lesen, sondern eher Rate nennen. Und schreiben kann ich kaum, also nicht wirklich. Das ist es auch mehr ein Raten und auswendig lernen, beziehungsweise ja, schon auswendig lernen. Ja, ich als einzige asiatisch aussehende Mitte der 90er. Ganz klassisch waren Sätze wie: Ha, bist du aus China? Oh, du bist Chinesin. Und unser Restaurant war natürlich auch das China-Restaurant. Und mein Papa war der China-Mann. Und wow. Ja, großes Verletzlichkeitsthema. Ich habe mich lang dafür geschämt, für meine Herkunft. Auch heute noch tue ich mir manchmal schwer, auch wenn ich meinen Frieden damit gemacht habe. Denn für mich
bin ich per Definition Deutsche. Was anderes bin ich nicht. Ich bin hier aufgewachsen, ich spreche die Sprache, das ist mein hauptsächlicher Kulturkreis. Ich habe noch mehr, ja, also dadurch, dass ich habe meine ersten Lebensjahre nur Vietnamesisch gesprochen, also bis zum Kindergarten haben meine Eltern nur Vietnamesisch mit mir gesprochen. Und erst dann habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Und deswegen ist es schon klar, dass ich noch andere Prägungen habe als, nennen wir sie Bio-Deutsche, auch wenn ich das Wort schrecklich finde. Ich habe andere Dinge erlebt, mein Hirn funktioniert manchmal auch ein bisschen anders, dadurch, dass ich eben mit einer melodischen Sprache aufgewachsen bin, was nicht heißt, dass ich musikalisch bin. Und ja, auch kulturelle Dinge, manche Dinge habe ich halt mehr von meinen Eltern eben übernommen, aus ihrem Glauben, aus ihrer Kultur. Dennoch würde ich mich nach wie vor immer noch als Deutsche bezeichnen. Manchmal mache ich es der Einfachheit halber, wenn Leute fragen und sagen, ja, aus Vietnam. Aber es ist für mich eigentlich sehr klar und sehr wichtig, dass meine Eltern aus Vietnam sind, weil ich mag das Land sehr gerne, ich habe da auch sehr viel Familie. Das ist spannenderweise auch eine der ersten Fragen, die ich dauernd gestellt bekomme, wenn ich Leute kennenlerne. Aber es ist nicht mein Zuhause, es ist nicht meine Heimat. Und als Kind war ich bei weitem nicht so reflektiert wie heute. Wie denn auch? Ja, ich habe nur irgendwie gemerkt, ich bin anders. Ich habe anderes Essen dabei in der Schule. Ich wurde dafür ausgelacht, weil Kinder wissen es ja selber nicht besser. Ja, es war echt fies, unfair und tat weh. Ich hatte echt voll tolles Essen eigentlich dabei. Ja, wenn man heute überlegt, wie viele asiatische und gerade auch vietnamesische Restaurants es mittlerweile gibt und wie geil die sind und wie meine Freunde und auch Bekannte irgendwie alle super drauf abfahren und sagen, oh, Vietnam ist so toll und das Essen ist so gut und das bekommt mir so gut. Und ich wurde damals für das Essen ausgelacht, das ich dabei hatte. Und oh, krass. Jetzt kommen mir gerade ein bisschen die Tränen. Wow. Manchmal merkt man erst beim drüber sprechen, wie tief die Wunde sitzt. Ja, ich wurde für das Essen ausgelacht, was ich mitgenommen habe. Und so, da waren echt Sachen dabei, die habe ich geliebt. Also ich habe echt total die geilen Lieblingsessen gehabt, ja, die ich heute noch liebe. Das eine heißt zum Beispiel Beng Bao. Das ist so, das kann man sich vorstellen wie so, manche von euch kennen vielleicht Dim Sum, die sind aber ein bisschen kleiner und so ein bisschen glitschig. Oder ihr könnt es euch wie Dampfnudeln vorstellen. Ja? Also der Teig ist sehr, sehr ähnlich wie eine Dampfnudel, der ist leicht süßlich. Der Teig wird auch gedämpft und der ist innen drinne halt gefüllt mit Morcheln und Sprossen und Glasnudeln und früher eben, als ich noch Fleisch gegessen habe, Fleisch, Ei. Super, super lecker. Und dadurch, dass der Teig süß außen ist und also leicht süßlich und die Füllung innen salzig, es ist einfach mega die geile Kombination. Und ich habe es geliebt, wirklich. Ich habe meine Mutter so oft gebeten, mir die zu machen oder sie zu kaufen. Und als ich aber, ja, das erste Mal für mein Essen ausgelacht wurde, habe ich es noch ein, zwei Mal mitgebracht. Aber mich danach nie wieder getraut, weil ich nicht ausgelacht werden wollte. Weil die Kinder gesagt haben, was isst du denn da? Das sieht ja richtig eklig aus. Guck mal, die Mai isst wieder ganz komische Sachen aus China. Und das hat mich so verletzt. Das hat mich so, so verletzt. Und ich habe mich so geschämt für mein Essen und für die Kultur. Und dass ich aufgehört habe, das Essen mitzunehmen. Ich wollte einfach so sein wie alle anderen. Ich wollte nicht mehr ausgelacht werden. Ich wollte nicht mehr anders sein. Ich wollte einfach nur wie alle anderen sein. Ich
wollte ein Teil der Gruppe sein. Ich wollte stinknormales Brot haben, so wie alle anderen auch. Meine Eltern haben schon immer gesagt, Brot ist nicht gut, ist nicht gesund, das ist nicht normal. Und aber ich habe meinen Dickschädel durchgesetzt. Ich habe gesagt, ich möchte dieses Essen nicht mehr mitnehmen. Ich möchte Brot haben. Und dann haben meine Eltern nicht angefangen, mir Brot zu kaufen und Käse und Wurst zum Frühstück. Bis ich dann eben ganz normales Frühstück dabei hatte, wie alle anderen Kinder auch. Und wenn es dann aber trotzdem tolle Sachen gab, so wie eben mein Lieblingsessen, mein Bao, diese gefüllte Teigtasche, dann habe ich sie, die Erinnerung tut auch so weh, ich habe mich echt so geschämt. Ich habe echt, ich habe mich mega gefreut, dass wir das hatten und habe das halt gegessen, also habe es mir mit auf den Schulweg genommen. Und bin halt aus der Haustür raus und hab's gegessen. Und hab's aber nur bis an die große Straße gegessen. Also wir wohnen in so einer Seitenstraße. Und ich habe quasi den ganzen Weg, die ganze Seitenstraße, das gegessen. Bis ich an der Kreuzung zur Hauptstraße war, wo ich dann den ersten Menschen begegnet bin. Und dann habe ich total verschämt, weil es mir so... Ich habe mich so geschämt. Dann habe ich echt mein Lieblingsessen so schnell wie möglich irgendwie in den nächsten Busch oder in die nächste Mülltonne geworfen, als ob es voll giftig wäre. Und allein die Erinnerung daran tut mir so, so weh noch. Krass. Eigentlich wollte ich noch viel, viel mehr dazu erzählen, aber ich glaube, das wird mehrteilig. Denn ich habe an vielen Stellen mit meiner Herkunft zu kämpfen gehabt und habe aber auch an vielen Stellen damit mittlerweile Frieden gemacht. Und da bin ich sehr stolz drauf und sehr dankbar für, dass ich so viele tolle Lehrerinnen und Lehrer und Menschen an meiner Seite hatte, die mir geholfen haben zu verstehen. It's not a bug, it's a feature. Ja, es ist kein Fehler, das ist ein Bonus, das ist toll. Und das weiß ich heute und mit Abstand kann ich das auch sehen. Ich hatte unglaublich tolles Essen dabei, ist super gesund, ja. Also wie viele Leute mittlerweile, bei wie vielen Leuten sich mittlerweile raussteht, dass Gluten eigentlich gar nicht gut für sie ist und irgendwie ich genau das wollte, nur um dazu zu gehören, dass ich immer gut war, so wie ich war. Dass die Leute das gar nicht böse meinten, meinen sie selten, aber es tat trotzdem weh, irgendwie zu mir zu sagen, Xing Shang Shong, Chinese im Karton oder ja, halt immer zu fragen und kannst du Chinesisch? Ni hao. Das sind alles Sachen, die haben mir so weh getan. Aber ich weiß auch, dass Mitte der 90er war einfach eine andere Zeit. Da kannte kaum jemand Vietnam. Das muss man sich mal überlegen. Wie viele Leute heute irgendwie nach Vietnam reisen und backpacken. Und irgendwie ist es ja auch so, das neue Thailand, habe ich das Gefühl. Das gehen super viele Leute hin und erzählen mir, wie toll es war und wie toll es ihnen gefallen hat. Und damals haben die Leute mich eher schräg angeguckt, wenn ich ihnen gesagt habe, nein, ich komme nicht aus China. Meine Eltern, oder ich habe damals noch aus Ich-Form gesprochen, ich komme aus Vietnam. Vietnam, was ist das? Wo liegt das? Nein, Asien, neben China. Kenne ich nicht. Und ja. Ja, ich glaube, das wird ein mehrteiliges Video zu meiner Scham und Verletzlichkeit, zu meiner Herkunft. Was aber auch angemessen ist, denn das war lange ein sehr großes Schamthema und es ist dementsprechend sehr vielschichtig gewachsen geworden. Und ja, vielleicht auch gut so, die Themen einzeln zu beleuchten. Wow, erstes Mal heulen vor einer Kamera. War nicht geplant. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, freue mich von euch zu hören. Bis zum nächsten Video.
Eure Mai 1. Ciao. Map, 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 map.